Also es war irgendwann mal eine XP-Anpassung, was die Level angeht, aber das ist, glaube ich, schon super lange her. Und natürlich kamen jetzt auch die ganzen 530er-Scrolls und so auch ins Spiel, ne? Was das Leveln ja auch nochmal vereinfacht, ohne Frage. Was können wir jetzt für Kaffee? Oh. Jetzt noch Kaffee? Und dann kannst du später schlafen? Könnte ich nicht, ey. Bis gleich. AP bei Pollys. Bist du Season oder ganz normal? Was? Wie viele Geisteressenz? Oh, warte, da müsste ich nachgucken. Warte mal, ich hab ja so ein paar Dinger hier. Wo sind die bei mir hier? Ich hatte doch. Ach, hier. Okay, da steht aber nicht, wie viele. Boah, ich weiß gar nicht. Weiß das jemand vielleicht? Zufällig? Wie viel Geistesenergie benötigt man für einen Blacksterhelm? Eine nur, okay. Und was muss man noch tun? Was weiß ich, Waffe? Ich habe das nicht hergestellt. Ich habe mich damit nicht mehr beschäftigt. Ich stelle hier die Fragen für Gönja, ja? Das war's schon, oder was? Einfach nur Quest annehmen mit Überbleibsel, eine Geistesenergie und dann gewinnen? Batali und Agnes kommen halt nicht zum Meister. Eieieiei, Flo. Ja, das ist noch das Event von EU, das für NA, das ist diesen Samstag, by the way. Ich weiß schon, wer die Streamer sind, ich weiß aber noch nicht, wer die Horsemen sind, also ich bin echt gespannt. Was der Fabian gerade eingeblendet hat. Das ist ja der Zusammenschnitt vom letzten Event von BDO-Partnern. Blöder Stein, ey. Für den Pen-Computer. Also, für den Pen-Computer mussten wir beim ersten Mal eigentlich diese 40 Dailies machen. Und das war dann die Belohnung dafür. Meinst du jetzt die Liste der Dailies, die du dann erledigen musst? Luga versus Stein, fängt das wieder an. Oh, das war ja witzig. Ich habe nicht gespielt, wird schon, ob ich in der Season die Aufgabe noch erledigen kriege. Ja, du musst halt jeden Tag eine Daily erledigen und das sind insgesamt 40 Stück. Die Season, die jetzige Season ist am 2. Dezember vorbei. Schwierig, ich weiß nicht, da kriegt man den Computer auch, wenn man die ganzen Season-Sachen erledigt hat, die man als Aufgaben bekommt. Also erreicht Level 61, macht die Quest, bla bla, weil man die Sachen erledigt. Weil für diejenigen, die Season letztes Mal schon erledigt haben, die haben diesmal diesen Perilas Stern bekommen.
Der Stein ist halt schon ziemlich nice. Ich habe auch schon von einigen gehört, dass es besser sein soll als Wels. Der gibt dir halt auch einen DP. Warte mal, ich kann ihn dir einblenden. Warte mal ganz kurz. Ich hab den ja hier in der Tasche. Da ist er. So sieht der aus. Und im Vergleich sogar mein Wels. Kannst du das mal eben vergleichen? So, aber da Lutz Kohle läuft, kann ich hier nicht so lange stehen bleiben. Okay, super. Kannst du nochmal vergleichen direkt mit Welt, so. Witzigerweise fiel mir auf meinem Hashi nur noch ja, unter 1%, ne, dann wäre der 61. Aber irgendwie komme ich da gar nicht dazu momentan. Ist halt eigentlich gar nicht so schlecht. Und du kannst den halt auch für jeden Char benutzen, ne? Den Stein, by the way. Also du musst den nicht nur auf den Season-Char verwenden, du kannst auch auf jeden anderen Char packen. Eigentlich gar nicht so scheiße. Oh, halt. Bücher fertig und 2 Analyst mehr. Nice. So, wir stellen auch 40. Nee, dafür musstest du ganz normal nur diese Sachen erledigen, die der Schwarzgeist hier oben in Auftrag gibt. Ne, dieses erreiche Level 61, erledige die Hauptquest, geh einmal zu Xaka, bla bla. Und ich glaube, sogar wenn du die Season davor noch nicht gemacht hast, kannst du dir sogar aussuchen, ob du diesen Peridas Stern nimmst oder den Computer. Meiner Meinung nach. Ja, ist locker machbar, klar. Ja, ich hätte sie mich im ersten Mal gerade gekriegt. So eine Hexe. Für Matat Crescent, könnte einfach halten. Den Stein, also verkaufen kannst du nicht, soweit ich weiß. Den kannst du halt wirklich nur ausrüsten. So meinst du das, ja. Ja, könntest du machen. Am Ende natürlich auch immer deine Entscheidung, ne? Sind das beim Blackstar-Helm denn auch 3 Bosswaffen, die man einschmelzen muss? Wahrscheinlich, oder? So wie bei der Waffe? Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Lloyd geguckt, oder? Lemon? Das üben wir nochmal. Komm mal nochmal rein. Wir haben die Shift-Taste. Wen meinst du? Hallöchen. Ja, hallo Lemon. Na, wie geht's dir?
Armor, die für 28 mehr im Shop ist. Meinst du die Fallen Gott Armor? Meinst du die? Ja, mir geht's soweit auch so gut, danke. Ja, das ist die Armor, die du dir machst, wenn du eine Flamme droppst beim Toro Grinden. Oder aber die aus dem Ember. Das wäre das hier. Das hier. Daraus 100 Stück zu einer Flamme verarbeitest. Dann würdest du das nehmen, würdest das mit deinem Pendim, der auf Stufe, Kaffra Stufe 10 ist, dann verarbeiten und dann hättest du die Fallen Gott. Ja, ich weiß, Lemon, ich weiß. Oder Red Nose C10. Ja, natürlich, natürlich. Also entweder Dimtri Pen Kaffra 10 oder aber natürlich Red Nose geht auch, na klar. Red Nose ist, glaube ich, sogar günstiger. Soweit ich weiß. Tourist Grind ist halt meistens zu zweit, ist halt auch so ein 280 AP-Spot, ne? Kutum. Oder Pen Schwarzstern, bist du? Ach so. Pen Schwarzstern-Rüssel, ey. Ich glaube nicht, dass das jemand machen wird, ehrlich gesagt. Das ist ja dann schon. Eieiei. Huch. Ich vermisse meine Events am Spawn. Ich will meine Events wieder haben. Die waren so OP. Ich werde mal, glaube ich, gleich den ersten Schuppi auspacken müssen, sich gerade. So, wo ist mein Horse? Da. So, einmal ausleeren, bitte. Und die Udi. Nein, du musst 61 erreichen und die Media Quest, glaube ich, dieses Mal nur erledigt haben. Oder Lita musst du mit dem Season nicht machen. Wüsste ich zumindest nicht. Meister am Sammeln. Vor Ruhe. Aber stimmt, habe ich auch mitbekommen, ey, der Fuaru, der ja überall an den Spot Drops, der kann ja auch diese Rare Drops droppen, ne? Richtig nice eigentlich. Der Kalk immer hinfliegt, ja. Ist doch Timbuktu, ey.
das nicht annehmen. Gorilla Stern oder wie der heißt. Beim Schwarzgeist musst du die annehmen. Also die müsste dir da angezeigt werden. Also ich habe meine Season oben auch noch nicht abgeschlossen. Ich bin noch nicht mal 61. Und habe mit dem Season-Char auf jeden Fall nicht Odalita-Quest allein gemacht. Und konnte das auch machen. Aber warte mal. Nee, obwohl, nee. Das, ich dachte erst, Kammer Silber muss man dann machen. Aber nee. Weil ich habe mit meinem Season, bis wann habe ich ihn gemacht? Valencia 1 habe ich auf jeden Fall auch fertig gemacht. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen für die Quest mit Pirilla Stern? Ich kann es ja nicht mehr nachgucken, das ist das Problem. Bist du auf ein Season eingeloggt? Du kannst sie nämlich nur mit Season annehmen. Jetzt fällt mir jetzt auch gar nicht mehr so viel ein. Ja, hallo Hamid. Na, Boy. Alles gut, ihm. Hast du nichts gesagt? Hast du gefunden? Weil ich gerade keinen Grindpartner hatte, Hamid. Aber ich gehe ja trotzdem noch Turo. Ich gehe jetzt erstmal nur meinen Agris gerade verballern. Das wirst du bei Turo ja nie los, so wirklich. Und alleine dauert es halt einfach zu lange, da habe ich keinen Bock drauf dann. Also gehen wir ein bisschen Agris verballern hier am Spot und dann, wenn alles gut geht, gehe ich später noch Turo hochgrinden. Aber ich muss eh Dornwald gehen für die Blätter, deswegen passt das auf jeden Fall. Für die Season mit der nein, den kriegst du über den Schwarzgeist. Der ist nicht in dem Pass mit dabei. Also du brauchst halt den Pass dafür nicht, by the way, ne? Ich finde sowieso dieses Mal der Season Pass, der ist nicht wirklich lohnenswert, sich den zu kaufen. Ich habe ihn auf jeden Fall dieses Mal nicht geholt. Bei der ersten Season war der noch ganz nice, aber dieses Mal ist er nicht so gut. Ja, kein Ding verwirren. Dann könnte ich mit dem Hinhalter von der Abschluss. Ja, siehst du, hatte ich sogar recht gehabt. Siehst du? Kannst du dir da auch deinen Computer holen oder aber diesen Pirilla Stern. Hab ich ja doch recht gehabt, nee. Hobby hier. Weiß ich ja doch was. Das sind einfach teilweise so viele Informationen, ne? Sich die alle zu behalten, ist schon ein bisschen. Juch. Du warst klug. Manchmal ja, aber verrat das nicht weiter.
Ich verrate es keinem. Sehr schön. So lobe ich mir das. Kaffee ist gemacht. Poggi, ich hab meinen Tee hier neben mir stehen, ey. Meine Stimme sollte sich aber auch langsam wieder normal anhören. Man hört es, glaube ich, noch so ein bisschen, aber eigentlich sollte sie sich wieder normal anhören. So ein bisschen zumindest. Kaffee um die Uhrzeit, ey. Ich würde wahrscheinlich bis 3 Uhr nachts wach bleiben, wenn ich jetzt Kaffee trinken würde. Bist doch irre. Ich habe Kaffee neben dem Bett stehen. Ich trinke 24/7. Echt? Und dann kannst du pennen? Um Gottes Willen. Also, ich trinke meinen ein Latte Macchiato irgendwie morgens. Jetzt, normalerweise trinke ich immer noch so 2 Tassen Haselnuss-Cappuccino. Also Schoko-Haselnuss-Cappuccino. Trinke ich aber momentan nicht, weil das meinem Hals nicht wirklich gut tut. So, da muss ich erst recht husten. Aber mehr darf ich dann auch nicht trinken, ne? Das ist vorbei. Mehr darf ich nicht. Kann jederzeit aufhören, ich bin nicht süchtig. Das habe ich bei Miro auch immer gesagt. Ich muss das erst beweisen, damit es mir jemand glaubt. Nee, du kannst ausschließlich Season Stuff benutzen auf dem Season. Das heißt, du fängst ja eigentlich sowieso an mit dem Naru-Stuff so und die Steine dafür zum Appen. Also pass auf, du machst das, holst den Naru, du kriegst Steine durch, für das Appen durch die Hauptquest. Du ziehst Naru einfach auf Pen, ohne Fehlsnacks. Und dann kannst du das eintauschen in Tuvala zum Beispiel. Oh, dann machst du halt Tuvala. Easy peasy. Muss grinden. Vergiss den Kreier, ne? Mach das. Mach das, mach das. Guten Loot wünsche ich. Ja, der Steiner liegt da halt wirklich super, super ungünstig, ja? Das muss man ja mal so ganz klar so sagen. Und der Wasserkeller. Ja, irgendwann bin ich da auch hin. Danke für den Follow, Fabian. Gib dir mal Wanderschuhe, dann kannst du drüber steigen. Ich habe, glaube ich, gar nicht so hohe Schuhe an mit der DK gerade. Glaube ich. Ich habe halt meine Grindschuhe an, ne? Stimmt, Azula-Schmuck geht auch. Da hat Gönn ja recht, genau. Azula kannst du nehmen. Schadim, da sagst du was. Grindschuhe, geht auch. Das sind die so mit den kämpft man mit einer DK. Spassi. Das sind die mit den Starkkappen vorne dran. Ich bin gar nicht toxic. Bin voll nett, ja. Hallo, Benjo. Na, Benjo, alles Gute bei dir? Wenn man rewollen will. Sagen wir es mal so. Der Season Pass, der lohnt sich für jemanden, der neu mit dem Game anfängt. Und vielleicht auch für jemanden, der rewollen will. Aber jemanden, der länger schon im Spiel
steckt und seine Klasse gefunden hat, für den eher nicht so. Ist das so besser, wenn ich das so sage? Ich habe die noch gar nicht gesetzt, das wollte ich eigentlich machen. Um die Add-ons muss ich mich noch kümmern. Wollte ich eigentlich noch vor dem Stream machen, aber habe ich irgendwie nicht mehr geschafft dann. Bin direkt nach der Arbeit den Stream gestartet. Okay, okay. Wenn du damit zufrieden bist, einfach mit Schuhen, dann sage ich das gerne so. Ja, sag mal, fall doch um hier. Blockst du denn so viel? Ich mag den Spot schon, ist schon nice, ja. Oha, hat sie gar nicht grinden? Schon meinst du, Benjo? Ach so, ja, der taucht random auf dem Spot auf. Den quatscht dann einfach an. Bei mir ist ja irgendwo einer gespawnt, aber ich habe ihn nicht gefunden. Keine Ahnung, wo der hier aufgetaucht ist, aber... Brauche jetzt auch nicht wirklich XP. Talent-DP eigentlich auch nicht wirklich. Durch den Feen-Skin, den ich jetzt habe, habe ich ja auch automatisch immer 10% mehr Talent-DP hier. Die ich eigentlich auch nicht brauche, aber... Für neuen Char ist das schon ganz praktisch. Oder auch für meine LAN. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Skill-Points. Lasten oder? Bei Level 65. Oh, Level 61, das war noch Zeit. Oh ja, Level 61 waren echt noch Zeiten. Süß. Ist ja 24-7 am Grinden. Ja, nicht 24-7, aber schon, also 80% meiner BDO-Zeit bin ich schon am Grinden, ja. Oksaka ist da. Ich nehme den mal eben mit, den Boy, by the way. Nehmen wir mal schnell mit. Ja, hallo Waffelkeks. Ja, danke schön.